Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute gibt es ein Aufgebraucht-Video, das wird immer ein bisschen länger, also wenn du Bock hast, ne? Hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Wichtigste zuerst, denn in diesem Format, was monatlich bei mir erscheint, wo ich quasi auch meine kompletten leergemachten Produkte, aufgebrauchten Produkte des Monats präsentiere, möchte ich auch immer ganz gerne die neuen Kanalmitglieder einmal, begrüßen die liebe Miri, die liebe Marie Grabert, die liebe Elli H., die liebe Stefanie Grenninglo, Monika Öser, Jackie 511, Claudia Lalala, Marion Biller, Austin Girl, Anne K., Trisana Tandler, Melanie Klimke, Sarah Dippacher, Nathalie Schweiger, Sonja Gebhardt, Sonja Gutmann, Dana Rolf, Karin L., Alina E., Simone Weinhold, Corinne 35, Martha Kosttuch, Emmick997, die liebe Emmy, Maika und die wundervolle Curls. Hallo und herzlich willkommen. Falls du auch Bock haben solltest, der Crew beizutreten, schau mal gerne in dem Video im i vorbei. Da habe ich alles zu Kanalmitgliedschaften erzählt. Jetzt starten wir einfach mal mit dem Video. Es ist einiges geworden. Ich habe auch ein ganz kleines bisschen Haushalt mit reingepackt. Also ja, einfach so Sachen, wo ich gedacht habe, okay, das könnte euch vielleicht interessieren. Antikal habe ich hier, das ist einfach der beste Kalklöser, den man so nehmen kann. Ne? Verwenden wir gerne im Bad und mein Schatz hat mir auch gesagt, dass das wirklich auch der ist, den er braucht, wenn ich einen nachkaufe. Denn wir haben sehr, sehr, sehr hartes Wasser hier bei uns und deswegen ist es ganz gut und das ist wirklich mit einer sehr guten Kalklösekraft und dementsprechend kaufen wir das auch ganz gerne nach. Ich habe jetzt auch dieses Pink Stuff Knack, das war die Hüfte, vom Action gekauft. Damit kannst du schon die Oberflächen so reinigen und das macht auch wohl sauber, aber wenn es halt wirklich um die Wurst geht, also wirklich nicht um die Wurst im Badezimmer gehen, Claudine, nein, bah. Wenn es wirklich drauf ankommt, dass man halt sagt, Mensch, ich möchte gerne den Kalk richtig lösen, ne? Kalkrückstände in der Dusche oder so entfernen, dann macht dieses Ding definitiv Sinn und das habe ich jetzt auch letztens nochmal nachbestellt, steht da vorne für meinen DM-Haul schon bereit. Als nächstes möchte ich gerne zum Sponsor des Videos kommen und zwar ist es hier Poda. Dort bekommt ihr aktuell mit Claudis Glow 20% Rabatt auf alles dort im Sortiment. Schaut super gerne mal in der Infobox vorbei, das habe ich euch auch direkt verlinkt. Da habe ich auch ein paar Sachen leer gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf einen Blick alles kriege. Hier habe ich einmal die drei wundervollen Gesichtsmasken verwendet, die ich euch wirklich empfehlen kann. Die sind ganz, ganz toll. Super dünnes Vlies und die sind auch sehr nass, sehr feuchtigkeitsspendend und sehr pflegend. Da haben wir zum einen die The Timeless Moment Slow Aging Sheet mit einem Peptid- und Beerenkomplex. Die gefällt mir unheimlich gut. Das ist eine schöne Maske, die ja auch so ein bisschen optisch die Falten so ein ganz kleines bisschen halt glättet, aber halt für einen gewissen Moment. Das ist ja nicht für ewig leider. Dann habe ich The Recovery Moment Soothing Sheet Mask mit Niacinamiden, Panthenol und Calendula-Komplex. Eine schöne beruhigende Sache, die so eine Flawless Skin Geschichte hinterlässt, kann ich euch auch sehr empfehlen. Die gibt es, glaube ich, sogar im Dreier-Set. Ne? Und dann habe ich noch The Rescue Moment. Das ist eine Maske, die man eigentlich nicht in dieser Jahreszeit verwenden sollte. Eigentlich von O bis O, also von Oktober bis Ostern, weil hier haben wir AHA und PHA drin enthalten. AHA ist ja eine Fruchtsäure und die ist dafür zuständig, dass du quasi auch so kleine Mimikfältchen halt glatter bekommst. Und PHA ist eine sehr, sehr milde Art der Säure. Und die haben auch aktuell das Motto Glass Skin sehr, sehr groß bei sich stehen. Also du kannst ja wirklich mit Pflegeprodukten eine wundervolle Haut machen. Also die sieht aus wie Glas in Anführungsstrichen, also wirklich juicy, glowy und fresh und so. Ne? Und das strebe ich persönlich ja auch immer sehr an, dass ich halt mit meiner Hautpflege einfach eine wundervolle Basis schaffe, dass ich gar nicht so viel Make-up auf mein Gesicht schmeißen muss. Heute habe ich ein bisschen mal wieder den Eskalationsmodus rausgeholt, einfach weil ich Bock auf einen bunten Look hatte. Das habe ich einfach öfters. Aber im Bereich der Base ist es so, man sieht ja auch immer bei mir die Muttermale durchscheinen, auch Sommersprossen und so weiter. Ich bin ja auch nicht so ein super Fan von Full Coverage. Und je mehr man auf die Pflege achtet und je intensiver man die Haut halt behandelt und ihr Gutes tut, desto weniger ja, Base-Produkte braucht man ja auch in dem Sinne. Ne? Und ja. Deswegen schaut, wie gesagt, gerne bei Jepoda vorbei, Claudis Glow, gebt euch dort 20% Rabatt auf alles und tatsächlich auch auf die ganzen Sets. Also da könnt ihr richtig krass nochmal abräumen und die haben schöne K-Beauty-Produkte für sehr sensible Haut geeignet. Die sind vegan, die sind tierversuchsfrei, wirklich schöne Inhaltsstoffe drin.
Genau, ich habe hier auch noch was, das möchte ich euch definitiv nicht vorenthalten. Das ist mein absolutes Lieblingsprodukt bei Jepoda, The Calm Balm. Das ist der allerbeste Abschminkbalsam, den man machen kann. Das ist der allererste Schritt, wenn du dein Gesicht pflegst, weil zuallererst muss natürlich alles an Make-up runter, alles muss gereinigt werden und da kommt sowas dann ganz gut. Ich liebe ihn, er macht keinen Schmierfilm auf den Augen, er nimmt super mit Make-up runter, auch wasserfeste Mascara und pflegt damit ja auch die Haut. Eben dadurch, dass ich dann ja auch wasserfeste Mascara damit abtrage und dann so mit dem Finger das dann auch ganz vorsichtig von der Wurzel bis zur Spitze streiche, verliere ich keine Wimpern. Und ja, das ist einfach ein wundervolles Produkt. Ich kann es nur empfehlen. Mein Lieblingsprodukt bei Jepoda und auch mein liebster Abschminkbaum, den es überhaupt auf dem Markt gibt. Ne? Genau. So, das packe ich mir hier auf jeden Fall zur Seite. Ach so, und hier haben wir die Fliese aus Kartoffel. Nein, die Fliese sind biologisch abbaubar und die Umverpackung ist aus Kartoffelstärke. Genau, das ist total fancy, muss ich sagen. Dann habe ich als nächstes noch eine weitere Maske hier. Ich habe super viele Masken verwendet. Das ist von Alterra Naturkosmetik mit Vitamin C, natürlicher Glow Booster. Fand ich richtig gut. Mega nass, dünn, strahlende Pflege. Habe ich so nicht erwartet von Alterra, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich hatte die auch schon mal. Ich mag das einfach super gerne. Masken und ich, wir sind gute Freunde, verwende ich tatsächlich am liebsten abends. Morgens verwende ich immer gerne Pöttchenmasken. Dann habe ich hier eine Feel Free Watermelon After Sun Soothing and Refreshing mit Aloe Vera und Wassermelonenduft. Verwendet, da ist ein Hundehaar dran und das ist einfach eine sehr, sehr angenehme Bodycream gewesen, aber der Duft war schon sehr, sehr intensiv. Ich weiß noch, als ich das erste Mal verwendet habe und dann quasi wie eine Wassermelone überhaupt gerochen habe und ich mich dann zu meinem Freund auf die Couch gesetzt habe, dass er sagte, wow, du hast aber aufgelegt. Ja, das war schon intensiv, aber ich mochte den Duft. Also für mich war das großartig. Ich habe auch diese Haarmaske verwendet. Die habe ich von Marion bekommen. Genau, habe ich entweder von ihr geschenkt gekriegt oder im Trash gehabt. Die kann man auch bei Action kaufen. Die fand ich solide. Das ist diese This Hair Mask is Bananas mit Aloe Vera Saft. Also meinen Haaren hat die ganz gut gefallen. Ich gebe mir die so ab Ohrlämpchen in die Längen rein, in die Längen und Spitzen. Wie gesagt, fand ich solide, wäre aber kein Produkt, wo ich sage, Mensch, wenn du super geschädigte Haare hast, dann ist das eine sinnvolle Kiste. Also für alltäglichen Gebrauch oder für zweimal in der Woche für normale Haare zu verwenden, definitiv. Ich mochte den sehr intensiven Bananenduft gerne, weil ich bin ein Bananenfan. Ja. Kann aber der einen oder anderen Person vielleicht sogar ein bisschen zu viel sein. Dann habe ich hier noch von der lieben Corinne die Isana-Tuchmaske bekommen, belebend mit Hyaluron, Mango und Himbeere, die Minnie-Maus-Maske. Die fand ich auch richtig toll. Ich weiß gar nicht, ob das diese hier war oder noch irgendeine andere. Also bei manchen von diesen Isana-Masken hast du nämlich, dass es wie so eine cremige Flüssigkeit da drin ist, mit dabei. Ich weiß gar nicht, kann ich das nicht sehen, wenn ich das hier so reinfussel? Aber eigentlich habe ich alles bis auf den letzten rausgekriegt. Nee, das scheint eine klare Flüssigkeit gewesen sein. Vielleicht hier bei der Belle. Erfrischend mit Wildrosenöl und Hyaluron. Ja, die hatte diese cremige Geschichte. Mag ich sehr gerne. Also alle beide Reihen davon. Ne? Richtig, 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 richtig empfehlenswert. Kann man in der Drogerie auf jeden Fall mal mitnehmen, wenn man dort diesen Aufsteller sieht. Ne? Sehr, sehr empfehlenswert. Mochte ich gerne. Dann habe ich hier was von Dalton aufgebraucht. Auch von Dalton habe ich aktuell einen Code. Die machen ja Marine-Kosmetik. Und da habe ich Beauty Claudi als 20% Rabatt aktuell. Schaut dort gerne mal vorbei. Ich habe eine Claudi Bag rausgebracht. Ist im i verlinkt. Mega cooler Inhalt. Und da könnt ihr halt, wie gesagt, mit meinem Code nochmal 20% drauf sparen. Und ja, da habe ich dann natürlich jetzt auch ein paar Produkte von Dalton wieder verwendet. Der Premium Clean All Skin Types Reinigungsschaum ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Verwende ich als zweiten Step beim Double Cleansing, also erst den The Calm Balm, ne, um das Make-up aufzubrechen und zu lösen und den Reinigungsschaum, um nochmal wirklich alles tiefen zu reinigen. Sehr empfehlenswert, wundervoll und ja, kann ich wirklich empfehlen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich den von Balea Med nach wie vor sehr, sehr gerne mag. Da muss man einfach schauen, was man möchte, sich vielleicht die Inhaltsstoffe einfach anschauen und vergleichen. Da hat Dalton natürlich ein bisschen was Besseres drauf. Ne? So, dann habe ich hier von Clinique den Reinigungsbalsam Take the Day Off leer gemacht. Ich möchte ja gerne halt auch immer wieder weitere Marken ausprobieren und euch dann halt auch immer wieder sagen können, ne, was ist jetzt irgendwie gerade das Beste auf dem Markt? Also der ist es definitiv nicht, weil da ist halt das Problem, dass wenn ich den auftrage und selbst wenn es eine kleine Menge ist, nur um eben meine Mascara zu entfernen, kriege ich einen Schmierfilm auf meine Augen. Also wirklich auf meine Augäpfel und das ist sehr, sehr unangenehm. Also ich habe das schon mal in meinem Pflegevideo gesagt, in meinem Pflegedeklatter,
ich fühle mich dann so ein bisschen wie ein Maulwurf und das ist unangenehm. Das braucht eine ganze Zeit, dass meine Augen dann wieder quasi klar werden, dass ich wieder normal gucken kann. Und das finde ich schade, weil ich glaube, das hier war so der Ursprung des Ganzen damals gewesen. Ne? Und ja, kann ich jetzt so leider nicht empfehlen. Da hat Yepoda auf jeden Fall ein Produkt rausgebracht, was ja verbessert wurde als das Ursprungsprodukt. Dann habe ich Klopapier aufgebraucht. Ich mag halt einfach gerne diese Limited Editions mit irgendwelchen Sachen drauf. Hier waren Luftballons drauf oder Heißluftballons. Yay, ne? Wunderschön. Braucht man. Dann habe ich hier von, richtig cool, von Katrin, das Physiogel Hypoallergenic Scalp Care, ein extra mildes Shampoo mal geschenkt gekriegt. Das fand ich richtig gut. Das hat meiner Kopfhaut gut getan, kann ich euch wirklich empfehlen. Wenn ihr so sensible Kopfhaut habt oder irgendwelche Irritationen, ne? Sehr, sehr empfehlenswert und hat halt auch die Haare sauber gemacht. Es macht halt wirklich alles sehr stumpf. Muss ich sagen, ne, das war dann erstmal gewöhnungsbedürftig, aber es hat halt gut getan und mir auch gut gefallen. Dann habe ich hier etwas von Beauty Mates leer gemacht, den Augenlifting Booster, hochkonzentriert mit Phytokomplex und Vitamin B3. Den finde ich einfach großartig, einfach morgens und oder abends. Hilft langfristig halt auch wirklich gegen Augenschatten und Schwellungen, morgens halt Schwellungen und langfristig gegen Augenschatten. Ich finde einfach, dass das so ein Produkt ist, was ich irgendwie immer bei mir im Schrank haben möchte. Und was mir einfach hilft, Niacinamide sind einfach auch immer eine schöne Sache für meine Haut. Das macht ja diese Flawless Skin Bla-Geschichte und das hilft auch einfach gegen Augenschwellung und gegen Augenschatten. Dann eine Mundspülung. Die ist, glaube ich, jedes Mal dabei, oder? Von DM Dontodent Sensitive Intensivschutz. Großartig, verwende ich mindestens zweimal täglich. Ne? Mag ich einfach ganz gerne, wenn ich einen freshen Mund habe. Und finde ich gut. Das ist auch meine liebste Mundspülung, weil die halt sensitiv ist. Also du hast gar nicht so diesen alkoholischen Geschmack, ist ja auch ohne Alkohol. Und das ist nicht so, dass mein Zahnfleisch davon brennt oder mein Mund davon brennt. Man merkt schon, dass es eine Mundspülung ist, klar. Aber es ist jetzt nicht so mega intensiv aggressiv. Dann habe ich hier etwas leer gemacht von Isana. Und zwar Scent of Harmony, ein Creme-Peeling mit Orangenöl und natürlichen Peelingkörnern. Das ist eigentlich eher was für den Winter. Ist auch, glaube ich, eine Winter-LE gewesen. Ist ja so ein Dupe zu Ritual of Ayurveda. Ja, es riecht halt schon orangig, ne? Aber ich fand es vom Duft her halt gut. Das mochte ich gerne leiden. Ich bin ja eigentlich kein Zitrus-Fan, aber da mochte ich das wohl. Aber mir hat die Schrubbelwirkung gefehlt. Ich mag einfach lieber Creme-Öl-Peelings mit Zucker oder mit Salz. So, ne? Das ist mir so meins. Und das hier war halt einfach zu wenig schrubbelig. Genau, es war halt eher cremig, was okay ist, ne? Aber ich mag es halt einfach lieber schrubbelig und das ist einfach mehr so meine Welt. Dann haben wir einen irren Verbrauch an solchen Kosmetiktücherboxen bei uns. Das ist jetzt exemplarisch hier drin. Da ist ein loses Haar gewesen. Und finde ich sehr, sehr cool. Das sind jetzt die von Coquette. Die haben wir einfach überall stehen. Ich habe hier welche stehen, wir haben welche am Esstisch stehen, wir haben welche bei Julio stehen, wir haben welche im Wohnzimmertisch am Stehen und so, ne? Man braucht sie halt immer wieder, ne? Das ist halt, wie es ist. Kannst du nicht ändern. Ist jetzt aufgebraucht. Dann habe ich hier von Domol, die finde ich großartig, Simply Fresh Nachfüller. Das ist jetzt Vanilla und Cherry. Das war halt sehr süß, der Duft. Haben wir bei uns im Badezimmer. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt auch endlich was gefunden habe, was in unseren Airwick automatischen Reinsprühgedünsten reinpasst. Und die von Domol, die habe ich mir mal zuhauf gekauft. Ach, ich mag den Duft aber. Aber ich habe jetzt was drin, was halt quasi auch etwas herber, vielleicht auch für meinen Freund angenehmer duften könnte. Aber ihm ist es, glaube ich, relativ Pelle. Hauptsache, es riecht halt angenehm bei uns im Bad. Dann habe ich hier die Yessa Maxi Binden Active Shape lang hoher Tragekomfort, dünne und flexible Passform leer gemacht. Sind halt ganz angenehm für die Nacht. Ich wechsle halt ganz gerne. Entweder nehme ich mal diese Binden halt für nachts oder ich nehme mir meine Periodenunterwäsche oder so, ne? Auch für tagsüber mal. Eins von beiden, weil ich möchte halt nicht immer irgendeinen Stopfen drin haben, weil ich das einfach angenehmer finde, wenn ich es nicht habe, weil ich einfach finde, dass wenn ich was drin habe, abgesehen von hier diesen Menstruationstassen, ne, ich kriege da einfach schneller Regelschmerzen von. Es ist einfach so. Und mir fällt gerade ein, dass ich tatsächlich ja noch meine Regelschmerzpflaster da habe. Die sollte ich mal wieder verwenden, denn ich brauche es halt. Ne? Ja, und ist auf jeden Fall cool, ist mit Flügeln. Manche mögen sie nicht. Ich finde es ganz praktisch, weil sich dann halt nichts irgendwie
zur Seite hochklappt oder so. Gut, dann habe ich hier noch eine Creme von Estee Lauder, die Revitalizing Supreme Plus Youth Power Cream. Das ist diese hier, war eine kleine Größe mit 15 Millilitern. Das ist halt ein bisschen schwierig. Also ich finde die von der Wirkung an und für sich, habe ich als Nachtcreme, glaube ich, verwendet. Von der Wirkung an und für sich finde ich sie ganz okay. Also jetzt nicht so gut wie andere Cremes, die ich so in Anwendung habe. Die ist meiner Meinung nach ihren Preis unterm Strich einfach nicht wert. Das muss ich zuallererst sagen oder als drittes, was ich gesagt habe. Und ich finde es einfach so, ich versuche Produkte zu verwenden, die für sensible Haut sind, die nicht so super krass parfümiert sind. Und dann haue ich mir diese Parfümbombe dann am Ende drüber. Ist nicht so sinnvoll, ne? Und die Estee Lauder Produkte sind halt sehr, sehr stark parfümiert. Und ja, ja. Also ich würde sie jetzt halt einfach nicht nachkaufen. Das ist so meine Meinung davon. Dann habe ich von You & Oil dieses Öl leer gemacht. Nourishing Relationship. Aha, okay. Ja, Acai, Feige und Marula ist hier drin enthalten gewesen. Und das habe ich für meine Oberschenkel verwendet, also quasi von Knie bis Hüfte. Das mochte ich sehr gerne, hat ganz gut getan. Der Duft war sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist auch gar nicht... Nee, siehst du, das ist nämlich gar nicht parfümiert und deswegen hat man halt die einzelnen Bestandteile gerochen. Ja, es riecht halt einfach nach einem Öl, ne? War aber relativ pelle, das ist halt so gerochen, wie es gerochen hat, wie es gerochen hat, weil ich das ja eher an meinen Oberschenkel verwendet habe, was sehr weit von meiner Nase entfernt war. Dann habe ich aufgebraucht hier von Essence diese Hydrogel-Eye-Patches, die wirklich super sind, wenn man jeden Tag, so wie ich, Augenpatches verwendet. Sammy ist gerade da vorne auf seine Couch gesprungen und die gibt es jetzt ja Gott sei Dank auch ganz normal zu kaufen. Das war ja eine ganze Weile, dass man sie immer irgendwo mal gesehen hat und dann waren sie ruckzuck ausverkauft, ne? Und ich verwende halt morgens immer Augenpatches und kann es einfach empfehlen, dass wenn ihr das für jeden Tag verwendet, die hier zu nehmen, wenn es dann einfach mal so ein bisschen was Besonderes sein soll, dann kann ich euch empfehlen, habe ich die auch hier drin? Ja, hier von Dalton die Hydrogel-Augenpads, die Lifting-Augenpads, weil die sind halt wirklich für besondere Momente sehr gut. Die rutschen gar nicht. Die rutschen schon, ne? Aber für den Preis ist das dann auch relativ pelle. Hier hast du langfristig wirklich auch eine Lifting-Wirkung davon. Die kleben richtig gut an deiner Haut und die sind einfach wundervoll. Die geben eine tolle Pflegewirkung. Beste Augenpatches überhaupt. Die gibt es ja im 6er-Pack bei Dalton und die kann ich euch einfach ans Herz legen, weil die großartig sind. Dann habe ich ein bisschen dekorative Kosmetik auch zwischenzeitlich hier von Revolution Candy Hay Sweet Dreams ein Fixing Spray. Das war auch sehr stark beduftet, mochte ich aber gerne leiden. Ich habe es aber weniger als Fixing Spray, sondern als Setting Spray verwendet. Fixing Spray verwende ich quasi nachdem oder bevor ich meinen Eyeliner ziehe, also quasi auch wenn ich meine pudrigen Texturen aufgetragen habe. Und ein Setting Spray verwende ich persönlich immer, wenn ich meine ganzen cremigen Texturen aufgetragen habe, damit alles miteinander verschmilzt. Also quasi bevor ich mein Puder auftrage. Ich glaube aber, dafür gibt es keine große Regel, ne? Wann du jetzt welches Puder oder Spray oder bla verwenden solltest. Naja, auf jeden Fall fand ich das gut, hat mir gut gefallen und kann man aber nicht nachkaufen, weil es halt eine Limited Edition war. Dann habe ich ein Shampoo aufgebraucht. Nein, habe ich nicht ganz aufgebraucht, da ist noch ein bisschen drin, weil es mich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat. Von Ahuhu Shine Hyaluron Shampoo. Das hat leider gemacht, dass ich mir wirklich jeden Tag die Haare waschen musste. Ich versuche jetzt aktuell so alle 2 Tage meine Haare wieder zu waschen, dass ich das wieder ein bisschen hinauszögere, ne? Aber dieses hier hat so krass gemacht, dass meine Haare rückgefettet haben. Das fand ich blöd. Nee, da war ich echt traurig drüber. Also nicht traurig, ich war da angepisst, ne? Und deswegen ist da noch vielleicht so ein bisschen drin. Da habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr drauf. Das habe ich eben aus der Dusche genommen und einfach mich davon erlöst, dass ich das heute Abend nochmal benutzen müsste. Dann habe ich hier noch ein paar Masken von Dalton, die ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe euch auch ein komplettes Ranking mal abgedreht. Und ja, ich benutze es halt dann, also zielgerichtet, kann man das so nennen? Ich glaube schon. Einmal habe ich hier die für unreine Haut, for blemished skin aufgebraucht. Das ist halt wirklich in der Erdbeerwoche oder in der Anfangsphase der Erdbeerwoche, wo ich halt so ein paar kleine Unreinheiten bekomme. Eine ganz schöne Sache, weil das halt einfach nicht nur dann einen Hulk-Effekt auf das Gesicht gibt, sondern halt auch die Entzündung auch ein bisschen weggehen lässt und ja, ich glaube, da ist auch ein bisschen Salicylsäure drin halt, ne? Dass die Pickel ein bisschen weggehen und die Haut beruhigter wird. Finde ich sehr gut, aber es ist tatsächlich nicht so eine austrockene Antipickelmaske, sondern es ist eine Antipickelmaske, die die Haut einfach beruhigt. Dann habe ich hier von Dalton noch meine Lieblingsmaske, Hydrolift Biozellulose Maske. Die befindet sich auch in der Cloudy Bag, wenn ihr möchtet. Da habe ich euch auch beim Zweckentfremdet-Video, was ich gedreht habe, zu erzählt.
dass man die bis zu dreimal verwenden kann. Die Augen, die da drauf sind, ne, die sind nämlich nicht abgeschnitten, die sind noch dran. Die kannst du dir abschneiden und dann am nächsten Tag morgens verwenden. Und diese Netze, die quasi um das Vlies drumherum sind, um die Biozellulose-Geschichte, ne, kannst du super für Hals, Dekolleté, Rücken, wie auch immer nehmen, wo du vielleicht gerade ein bisschen zu lange in der Sonne warst. Ich liebe diese Maske, weil die einen nachhaltigen Effekt macht. Und das ist eben die Sache. Und das finde ich halt sehr, sehr cool, wenn es halt eine Maske ist, die auch ein paar Euro mehr kostet, dass es dann auch einen Effekt hat, der ein paar Tage länger anhält und nicht am nächsten Morgen schon wieder vorbei ist. Ne? Bei der Pink Splash Moisturizing Mask hast du ein wunderschön pinkes Gesicht. Es ist auch wirklich eine coole Maske. Sie gibt aber halt nur Feuchtigkeit und nicht den Lifting-Effekt. Sie hat ein bisschen weniger Serum drin als die Hydro-Lift-Maske. Du kannst sie auch wirklich nicht zweimal verwenden. Das habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Und es ist halt eine Maske für, wenn du einfach ein bisschen Feuchtigkeit brauchst. Also wenn, also im Kühlschrank aufbewahren und dann kannst du die halt verwenden, wenn du zum Beispiel im Garten warst oder wenn du, keine Ahnung, irgendwas gemacht hast, wo du viel geschwitzt hast oder so und die Haut einfach Hydratisierung braucht, da kommt das ganz gut. Aber wenn du ein Event hast und dich einfach schön darauf vorbereiten möchtest, ist die Maske nichts, weil darauf tatsächlich auch Make-up nicht so gut hält. Das krümelt dann ein bisschen und du halt diesen Lifting-Effekt nicht hast, wie bei der Hydro-Lift-Maske. Deswegen die Hydro-Lift-Maske, wenn es drauf ankommen soll. Ne? Wow, dann habe ich hier Schwämmchen, ein Riesenschwämmchen aus der Verpackung genommen von Real Techniques. Ein Riesenschwamm, der ist richtig cool. Den habe ich von der lieben Marion mal geschenkt gekriegt und der ist jetzt in Anwendung genommen. Deswegen habe ich den, die Verpackung hier jetzt auch reingeschmissen. Hier habe ich eine Spülung leer gemacht von Nunu von Davin. Gut, aber Tegel ist doof, habe ich mir drauf geschrieben. Ja, Davin hat wundervolle Haarpflegeprodukte, mag ich super gerne leiden. Ich mag auch den Duft, ich mag die Pflege, ich mag so vieles, was dieser Haarconditioner macht. Aber tatsächlich, warum im Tegel? Gut, du kriegst alles raus, aber es ist halt super, super nervig unter der Dusche, das so zu verwenden. Ne? Deswegen, aber an dieser Stelle, trinkt euch mal einen Schluck was. Mhm. Dann hat Julius was leer gemacht, beziehungsweise wir an ihm. Von Pediprotect, das 2-in-1 Shampoo und Waschlotion, hat mein Freund gesagt, dass es nicht so gut war, dass ich das sagen soll. Er ist nämlich meistens derjenige, der mit Julius auch, der mit Julius im Bad ist. Und ja, weil das halt nicht wirklich, das war halt gelig und es ist gelig geblieben. Und das war halt super unangenehm, das dann zu verteilen. Hat sich schwer verteilen lassen, hat sich schwer schäumen lassen. Und das mochte er dann halt nicht so gerne. Deswegen soll ich das auf jeden Fall nicht nachkaufen. Wir haben das von der lieben Melli bekommen. Aber Pediprotect hat definitiv auch schöne, schöne, schöne Produkte. Das mochten wir aber halt einfach leider nicht. Dann habe ich ein Handpeeling hier noch leer gemacht von Mary Kay Set in Hands. Das ist ein verfeinerndes Shea Peeling, was ich einfach gerne verwendet habe, wenn ich meine Nägel ablackiere. Habe, dann peele ich ja immer meine Hände und gebe mir dann am nächsten Morgen oder am nächsten Tag halt mal einen neuen Nagellack drauf. Das mochte ich ganz gerne, hat auch schöne Schrubbelpartikel mit drin gehabt. Dann habe ich hier noch eine Balea Med Ultra Sensitive Fußcreme. Die war richtig klasse, die kann ich euch voll empfehlen. Eine ganz schöne, angenehme, pflegende Fußcreme. Da meine Füße mich ja immer durch mein Leben tragen, möchte ich sie natürlich auch jeden Abend mit verwöhnen. Und das mache ich hiermit definitiv. Also ich glaube, es ist sogar parfümstofffrei und so weiter. 5% Panthenol sind hier drin und so. Ohne Parfüme, ohne Parabene, ohne Farbstoffe. Ne? Das ist wirklich toll. Das heißt, wenn man dann auch vielleicht mal eine kleine Verletzung oder so am Fuß hat, dann tut das auch nicht weh. Dann habe ich hier nochmal die Hydro-Lift-Maske leer gemacht, weil ich sie einfach großartig finde. Die The Beauty Crop X LGBT Foundation Love Wins Hydrating Printed Sheet Mask for Face. Die war auch super. Nicht nur von der Optik her, da habe ich euch auch auf Instagram ein Foto gepostet, sondern auch wirklich von der Wirkung. Mochte ich sehr gerne leiden, kann ich euch empfehlen. War in meiner Beauty Bay Überraschungsbox Tralafitti drin. Fand ich sehr schön. Dann habe ich hier noch eine Maske leer gemacht und zwar war das so eine Zweiermaske. Face Mask mit Akazienduft. Was habe ich mir jetzt draufgeschrieben? Wäre optimal, wenn Halsvlies auch im Gesichtsvlies wäre. Das Material. Ach so, das Material war unterschiedlich. Interessant. Sonst Top-Pflege. Ja, wir befinden uns jetzt schon relativ weit unten. Da konnte ich mich jetzt an die gerade nicht so gut erinnern, leider. Aber was ich halt positiv fand, das habe ich hier nicht draufgeschrieben, aber es ist so, dass es zwei Fliese waren und nicht ein Vlies, weil das hatte ich schon mal bei einer anderen Marke. Und das hat nicht gepasst.
Da hatte ich irgendwie das Halsvlies hier am Kinn sitzen. Das war komisch. Von Freiöl habe ich hier auch ein wundervolles Öl leer gemacht. Das Figuröl Shaping strafft und festigt die Silhouette. Ne? Das habe ich halt auch wieder von Knie bis Hüfte verwendet. Da verwende ich immer ganz gerne Öle und kann es halt auch einfach empfehlen, das zu machen. Meine Oberschenkelinnenseiten haben ja die Wachstumsstreifen auch mit drin und damit pflegt man das Ganze, dass die Haut auch ein bisschen geschmeidiger wird und das Ganze auch ebenmäßiger erscheint. Du wirst es natürlich niemals hinbekommen, dass die gerissene Haut wieder zusammenkommt, das ist einfach so, aber damit kann man das Ganze so ein bisschen kaschieren und ich finde es ganz cool. Dann habe ich hier Augenpads leer gemacht, die waren in dem Trashy drin. Pink Grapefruit, Hyaluron und Vitamin C mag ich ganz gerne von Youty, die machen schöne Eye-Patches. Dann habe ich nochmal The Rescue Moment gemacht von Yepoda. Wie gesagt, wundervoll. Manchmal ist es so, dass ich unter der Dusche vergesse, mein Gesicht zu peelen. Dienstags und Freitags sind nämlich immer meine Peeling-Tage. Und dann ist es immer ganz praktisch, wenn ich diese Peeling-Maske halt noch habe. Dann setze ich mir die halt nach dem Duschen auf. Und ja, ich weiß halt einfach, dass man danach definitiv am nächsten Morgen dann ja einen guten Lichtschutzfaktor verwenden sollte. Ja. Deswegen kann ich die halt auch im Sommer verwenden, weil ich dann am nächsten Morgen halt wirklich drauf achte, auch dick und fett Lichtschutzfaktor drauf zu machen und vermeide, in die Sonne zu gehen. Ja, deswegen, ne? Von Rodial habe ich eine Vitamin C Maske leer gemacht. Das ist eine Brightening Maske. Ja, Vitamin C wirkt ja auch aufhellend. Solche Masken verwende ich ganz gerne morgens, wenn ich halt meine Zähne putze. Dann mache ich mir dann die Augenpatches drauf und eine Crememaske ins Gesicht, putze mir die Zähne und nach dem Zähneputzen kommt alles vom Gesicht runter. Das harmoniert halt super zusammen mit Lichtschutzfaktor, denn Vitamin C und Lichtschutzfaktor pushen sich irgendwie gegenseitig. Also das ist halt eine gute, positive Wechselwirkung, die man dann miteinander hat. Deswegen ist es eine ganz sinnvolle Geschichte gewesen. Da muss ich nur aufpassen, dass ich dann nicht direkt danach auch dieses Serum verwende, weil das hier ist mein Dalton Vitamin C Serum mit 15% Vitamin C stimulierendes Plankton mit Ferulasäure. Genau, das habe ich halt morgens sonst in Anwendung gehabt. Aber wenn ich dann eine Vitamin-C-Maske genommen habe, habe ich nicht nochmal zusätzlich das Vitamin-C-Serum von Dalton genommen, weil das dann einfach zu viel Vitamin-C für mein Gesicht gewesen wäre. Denn ich habe halt eine super sensible Haut. Und da weiß ich halt, dass ich da einfach ein bisschen aufpassen muss, dass ich da auch immer aufpasse, welche Produkte mit welchen Inhaltsstoffen ich verwende, was ich so kombiniere, damit meine Haut halt auch wirklich das optimale Resultat aufweisen kann. Und ja, dieses Vitamin-C ist wundervoll von Dalton, hat meine Haut richtig, richtig gut vertragen. Kann ich euch nur empfehlen, das hält ja auch so ein bisschen Pigmentflecken auf und Pickelmale und so weiter. Ne? Die haben super tolle Booster bei sich im Sortiment, da könnt ihr auch gerne mal in der Infobox vorbeischauen. Und auch auf die bekommt ihr natürlich 20% mit Beauty Claudi. Ihr bekommt die auch in einer kleineren Größe, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Und ja, hier habe ich aber die Originalgröße leer gemacht. Sehr, sehr empfehlenswert tatsächlich. Dann habe ich hier von Waterdrop was leer gemacht und zwar ist es Relax. Den hatte ich hier oben stehen, den Mikro-Drink. Da war meine Redezeit vorbei. Mag ich immer noch sehr, sehr gerne. Also das ist halt sehr praktisch. Jetzt gerade haben wir hier oben kein Wasser, weil wir ja im Bad renovieren. Ansonsten habe ich hier ja mittlerweile meine kleine Küche, wo ich mir dann auch ein bisschen Wasser in mein Glas machen kann und dann einfach so einen Waterdrop rein oder was ich halt hier habe, so ein Sirup oder so. Und das ist ganz praktisch. Ne? Also ich mag auch einfach gerne vom Geschmack her die Waterdrops. Das ist echt so meins. Dann habe ich ein Wimpernserum leer gemacht von Svenja Wahlberg, das Lash Cocaine. Das hatte mir, beziehungsweise hatte generell, die Meloflori auch immer wieder empfohlen. Ich finde das auch wirklich gut. Also ich bin erstaunt darüber. Habe jetzt aktuell wieder meinen Grande Lash in Anwendung, weil ich es einfach liebe. Ich habe nur irgendwie geguckt, man kriegt es irgendwie aktuell nirgendwo. Rossmann hat das nicht mehr, bei Amazon war das ausverkauft. Ganz merkwürdig, keine Ahnung warum. Falls ihr da irgendwas wisst, schreibt das super gerne mal in die Kommentare. Ja, also viele schwärmen davon. Ich kann das wohl unterschreiben. Ich muss nur dazu sagen, meine Wimpern werden mit dem Grande Lash halt noch eigentlich noch ein bisschen krasser. Genau, also mochte ich gerne, kann ich euch wirklich empfehlen. Das hat bei mir auch nicht irgendwie irgendwelche Reizungen gemacht oder irgendwie einen roten Strich oder sowas, was man ja immer mal wieder so als Horrormärchen hört. Bei mir war alles tutti, ne? So, von Dalton habe ich aufgebraucht das Face Care Freshen Up Feuchtigkeitsspray. Das habe ich als Toner verwendet. Ich habe es nochmal hinter mir stehen als
Make-up-Setting-Spray und das mochte ich sehr gerne. Man kann theoretisch einfach hier das Ding auch aufschrauben, dann diesen Pömpel hier runterschieben, das Ganze mit Wasser auffüllen, dann hast du quasi eine Möglichkeit, ein Wasserspray dir auch immer wieder to go irgendwo mitzunehmen. Finde ich ganz gut, weil das halt auch eine ganz, also ich fand das witzig, weil das Ding sich halt so hoch drückt. Du kriegst halt bis zum letzten Tropfen da alles raus. Mochte ich auch sehr gerne. Das hat auch sehr schöne Inhaltsstoffe, die hautberuhigend sind, aber halt gleichzeitig auch erfrischend. Ist ein Sommerprodukt. Also falls ihr da Bock drauf habt, euch sowas so zuzulegen, solltet ihr relativ schnell sein, weil das sehr bald jetzt auch wieder nicht mehr im Sortiment sein wird. Dann habe ich hier ein Produkt aufgebraucht, was ein Klopper ist. Christophe Robin, ein Cleansing Purifying Scrub, aber für die Kopfhaut. 250 ml sind hier drin. Anfangs war das so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, was ist das für ein Produkt? Sehr crazy. Man muss sich erstmal an das Gefühl gewöhnen, dass man überhaupt ja so einen Schrubbelkram an die Kopfhaut gibt. Das wirkt, glaube ich, mit Salz. Deswegen muss man aufpassen, wenn man vielleicht so kleine Verletzungen an der Kopfhaut hat, wenn man geknibbelt hat oder so. Dass das vielleicht ein kleines bisschen auch blitzeln könnte. Und dieses Zeug, das schäumt so krass. Also ihr braucht ein Müh nur davon, nur ganz, ganz wenig für die komplette Kopfhaut. Dann ist es natürlich ein bisschen schwierig zu verteilen. Also man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Aber die Wirkung davon ist sehr, sehr gut. Das schrubbelt dir wirklich alles an Schuppen und hast du nicht gesehen und an Styling-Rückständen von der Kopfhaut runter. Und ich kann das wirklich empfehlen. Ich habe das auch super gerne verwendet, wenn ich jetzt irgendwie auf der Baustelle gearbeitet hatte. Staub in den Haaren hatte, auch in der Kopfhaut und so, auf der Kopfhaut. Oder im Garten war und alles voller Erde war und so. Ne? Und ja, deswegen, das macht halt wirklich einen tollen Job. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Kostet halt nur ein bisschen Geld. Ne? Ich glaube, ihr kriegt das Christophe Robin bei Look Fantastic. Da könnt ihr tatsächlich auch immer mal wieder mit Claudi Welt sparen. Das ist ein dauerhafter Code. Schaut da gerne auch mal in der Infobox vorbei. Dann habe ich von Corinne noch eine Maske aufgebraucht. Die fand ich top. Die Tuchmaske von Isala. Intensive Feuchtigkeit mit Meerwasser und Hyaluronsäure. Ne? Das ist halt wirklich eine schöne Sache, wenn man so einfach ein bisschen Feuchtigkeit braucht. Dann von Dalton dieses Shampoo, was ich auch super fand, weil ihr merkt, ich habe eine etwas sensible Kopfhaut. Ne? Bin halt ein Sensibelchen. Die Mineral Care Med-Reihe ist eine neue Reihe von Dalton, die halt extra parfümstofffrei ist, für sensible Haut geeignet. Und da haben wir hier dieses Produkt. Das ist Shampoo und Duschgel in einem. Und dann haben die auch noch so eine Gesichtscreme. Die hat meine Mama in Anwendung. Die findet die super. Meine Mama hat Neurodermitis-Haut. Ne? Und ja, die kommt sehr gut mit zurecht. Kann ich auch wirklich allen Sensibelchen auf diesem Kanal, die zuschauen, empfehlen. Generell allen Leuten. Und das ist ein totes Meer-Duschgel und Shampoo. Und das ist für trockene und irritierte Haut. Kann ich sehr, 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 sehr empfehlen. Ich habe da auch zwei Backups mir letztens noch organisiert. Sehr cool. Ja, da hat Dalton wieder eine ganz coole Reihe rausgebracht. Vor allem habe ich mir echt einen Keks gefreut, als ich gesehen habe, dass sie auch Shampoo und Duschgel im Sortiment haben. Läuft. Noch mehr, was ich ausprobieren kann. Einen Lichtschutzfaktor von Louis Widmer habe ich aufgebraucht. Lichtschutzfaktor 50+. Ich probiere mich echt durch Lichtschutzfaktoren durch. Wenn sie hier drin sind, also meine Aufgebrauchkiste, dann sind das positive Erfahrungen. Es gibt aber auch noch die Reihe der Flop-Videos bei mir. Da zeige ich euch dann, was nicht so gut funktioniert hat. Und da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Ich habe mich da ein bisschen durchgetestet in letzter Zeit. Das hier hatten wir, glaube ich, in der Beauty.at-Box. Den fand ich, wie gesagt, gut. Der hat nicht gekrümelt, der hat seinen Dienst getan. Ich konnte das in ausreichender Menge auftragen, ohne dass mein Gesicht komisch ausgesehen hat oder, wie gesagt, alles gekrümelt hat. Das Make-up hat danach gut gesessen. Kann ich empfehlen. Dann habe ich hier noch eine Isana-Tuchmaske aus der Reihe, erfrischend mit Orangenextrakt und Hyaluron. Da haben wir die liebe Rapunzel am Start. Auch das von der lieben Corinne. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich hier nochmal die Pink Splash Moisturizing Mask von Dalton am Start. Wie gesagt, das ist halt eine super Sache. Es war ja auch jetzt im Juli doch das ein oder andere Mal etwas warm. So konnte ich mir dann einfach die Maske drauf machen, als mir warm war. Und das hat gekühlt und es hat Feuchtigkeit gegeben und ich habe mich gefreut. Dann habe ich hier ein Produkt leer gemacht, was ich von der lieben Emmy mal geschenkt gekriegt habe, von Essence Overnight Brow Mask. Das soll halt regenerieren. Im Prinzip bewahrt es die Härchen davor abzubrechen. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Was es nicht macht, ist das Wachstum an und für sich anzuregen. Ne? Das machen halt Produkte, die so Hormone beinhalten, weil die wirken halt an der Wurzel. Aber wenn du halt so ein Produkt hast, was mit Ölen wirkt, dann pflegt es halt einfach die Härchen. Macht ja auch durchaus Sinn. Fand ich aber auf jeden Fall solide. Dann habe ich hier einen Liner, der hat mich heute etwas enttäuscht und im Stich gelassen. Von Eveline Cosmetics, den Precise Brush Liner 24 Hours. Den gibt es zu kaufen bei Cosmetic for Less.
Würde ich jetzt vielleicht aber gar nicht so empfehlen, weil der doch relativ schnell dann leer gegangen ist. Ne? Ihr könnt bei Cosmetic for Less mit Claudi 15 sparen. Das ist ein Code nur für euch, da verdiene ich keine Provision dran. Der hat so eine Pinselspitze, fand ich richtig toll. Auch eine Kugel mit drin und so. Deswegen habe ich gedacht, geil, Omar, der wird richtig lange halten. Der ist jetzt leider echt ausgetrocknet. Und das ging tatsächlich recht zackig. Ne? Gut, ich stelle die auch immer auf die Probe, weil ich habe richtig krasse Looks. Dann habe ich hier mit dem NYX Glitter Glue, dass ich mir eine Cut Crease ziehe und so. Und dann darüber noch Eyeliner, das packt auch nicht jeder, ne? Gut, dann habe ich hier von Real Techniques ein Schirmchen aufgebraucht. Ich glaube, das war mal orange. Ich wasche sowas ja auch in der Waschmaschine, ne? Also erst per Hand. Und dann kommt das bei uns immer in die Waschmaschine und in den Trockner. Und ich glaube, da habe ich auch irgendeine Jeans oder neue Handtücher mal mitgewaschen. Auf jeden Fall ist der Uppe. Ja, der ist einfach Uppe. Ist jetzt nicht super kaputt oder so, aber der ist halt einfach schon alt. Dann sollte man das auch mal wechseln. Von Dalton habe ich hier auch das Comfort Clean Soft Skin Effect Enzym Peeling. Da könnt ihr das, also jedes Sachet davon, bis zu 3-mal verwenden, je nachdem, wie groß euer Gesicht ist, wie viel Produkt ihr verwendet und so weiter und so fort. Ich teile mir das immer tatsächlich auf 2 Anwendungen auf. Finde das immer ganz angenehm. Da habe ich euch auch mal ein Video zugedreht, wie ich die so anwende. Ja, und ich habe gestern Abend noch eins angewendet. Ich finde die super angenehm. Und für mich ist Enzympeeling halt das, was ich jetzt so im Sommer verwende. Das ist mild zur Haut und hat halt schon eine schöne und sanfte Peeling-Wirkung, die generell super für sensible Haut geeignet ist, aber halt auch echt im Sommer, weil dadurch wird die Haut nicht sonnenempfindlicher, als sie schon vorher ist. Ne? So. Ach, ich rede so viel. Dann habe ich hier eine, die war richtig gut. Keep Cool and Wear Blue von My Little Beauty. Das ist eine Après Soleil Creme gewesen. Die hatten wir in der My Little Box mit drin. Wenn ihr die auch drin hattet und noch nicht getraut habt, euch dran zu wagen, tut's auf jeden Fall. Die ist wirklich toll. Jo, die riecht sehr, sehr frisch. Sehr gut. Hat, glaube ich, sehr viele natürliche Inhaltsstoffe hier auch mit drin. Ich weiß gar nicht. Ja, hier ist Parfüm aber auch drin enthalten. Das zieht dir so unglaublich schnell in die Haut ein. Richtig gut, tolle Konsistenz. 1A im Sommer, wenn du sowieso nur leichte Schlafkleidung oder sowas anziehst. Ne? Sobald du aus dem Badezimmer raus bist, ist alles eingezogen und dir klebt nichts deswegen an den Beinen zusammen oder so. Dann habe ich hier noch ein paar Masken von Yuti, die iPad Mask mit Peptiden, Hyaluron und Vitamin A. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil Vitamin A ist ja Retinol. Das ist ja eigentlich eher etwas, was man dann tatsächlich nicht von O bis O, sondern von O bis O verwenden sollte. Also eigentlich nicht im Hochsommer. Aber wie gesagt, wenn ihr drauf aufpasst, dass ihr auch Sonnenschutz verwendet, ist es kein Problem. Sofortige Glätte gibt es. Du musst es aber wirklich 20 bis 25 Minuten drauf lassen. Das ist dann natürlich ein bisschen lang. Ne? Dann habe ich hier noch die Bakuchiol. Das ist halt das natürliche Alternative zu Retinol. Maske leer gemacht von The Mask Doctor. Die war auch im Trashy, glaube ich, drin. Sehr angenehm, tolle Passform, super Effekt habe ich mir drauf geschrieben. Mochte ich gerne leihen. Kriegt ihr, habe ich das gesagt, im Action. Dann habe ich von Mask Me Up die Hemp Sheet Mask gemacht. Die ist vegan, regenerating and nourishing. Also regenerierend und nährend. Und die fand ich sehr, sehr gut. Die beruhigt ein dünnes, nasses Vlies. Es hydratisiert und da habe ich mir eingekreist. Glycerin, Urea, Panthenol, Centella Asiatica und Cannabis Sativa Öl. Wirklich eine sehr beruhigende, schöne, angenehme und feuchtigkeitsspendende Maske. Die kriegt ihr, hatten wir in der Goodiebox drin. Ich weiß gar nicht, wo man die kriegt. Kriegt man die nicht auch bei Look Fantastic? Ich weiß es nicht. Goodiebox hat sonst auch einen eigenen Shop. Dann habe ich hier wieder Klopapier aufgebraucht. Ja, we all love a good printed Klopapier. Hier war aber irgendwie das Ding, dass wir trotz des wunderschönen Prints auf der Verpackung leider nur ein, ich glaube, kariertes Papier vorgefunden haben. Ja, damit kommen wir irgendwie klar. Diese Augencreme war sensationell. Von Sensai, Cellular Performance Extra Intensive Eye Cream. Oh mein Gott, die war so gut. So gut. So gut war die. 2 Milliliter hatten wir hier drin. Riecht man jetzt nichts mehr. Das war wie so ein kleines Mini-Bügeleisen. Die war schon gut, ne? Aber die ist echt teuer. Aber ich mochte die sehr gerne leiden. Noch ein Lichtschutzfaktor, den ich dann tatsächlich auch komplett aufgebraucht habe, weil ich ihn liebe, ist von Dalton. Sun Care Prevent and Control, die Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50+. Und ihr bekommt auch aktuell das Dreierbundle, bestehend aus der 50er Sonnencreme, dann der 30er Sonnencreme und der After Sun Creme. Wenn ihr die im Bundle kauft, 25% Rabatt günstiger. Also schaut da super gerne mal vorbei. Und mein Code gilt dann zwar nicht drauf, aber ihr könnt den gerne
gerne im Warenkorb eingeben, dann kriege ich trotzdem eine kleine Provision, das wäre ganz nett. Auf jeden Fall finde ich die großartig. Die kannst du in einer super großen Menge in deinem Gesicht auftragen, ohne dass du Krümelparty hast. Du kannst danach auch super, also ein bisschen musst du es schon einziehen lassen, aber du kannst super danach dein Make-up auftragen. Es sitzt wirklich super, super, super gut. Ich liebe diese Sonnencreme, die ist toll. Dann habe ich hier nochmal das Enzym-Peeling leer gemacht. Da haben wir noch so einen Stick. Ja, auch von dieser Scent of Harmony-Reihe habe ich eine Handseife leer gemacht. Verwöhnt aromatischer Duftcremeseife. Die fand ich einfach hübsch. Was ich schade finde, wenn du das Ding aufmachst, weil du es verwenden möchtest. Warte, muss man das irgendwie zur Seite drehen? Und dann muss ich das irgendwie nach hinten drehen und dann sah man das nicht mehr. Genau, oh, da kommt noch ein bisschen was raus. Ih, nicht tun. Bisschen was hat sich noch gesammelt, okay. Aber auf jeden Fall musste man das irgendwie so drehen und dann hast du hinten quasi das Kram gesehen, aber nicht das vorne und das hat mich geärgert. Keine Ahnung, das sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen oder die einen nerven, ne? So, dann nehme ich das mal eben auf den Schoß, ansonsten muss ich hier immer wieder so Verrenkungen machen, das geht mir auf den Keks. Wenn ich dann tatsächlich auch morgens meine Masken verwendet habe, die ja Vitamin C drin hatten und genau, ich dann aber nicht mein Vitamin C Serum verwenden konnte, habe ich zum Beispiel auf Ampullen zurückgegriffen. Da habe ich hier von, ich glaube La Roche-Posay müsste das sein, die Hyaloe B5 Ampulle. Das ist diese hier, die habe ich auch komplett auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufgetragen, habe die dann mit meinem Maxime Giacomo Gua Sha Jade, nein, Rosenquarz auch eingearbeitet. Ne? Das ist so ein Gua Sha Stein quasi, den ich aktuell wirklich in reger Anwendung habe, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat gut funktioniert, mochte ich gerne leiden. Also hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass ich das morgens mache. Und da auch den Nerv zu habe und die Zeit für habe, muss ich gestehen. Eine Zahncreme habe ich aufgebraucht. Ich glaube, das ist eine neue von Elmex. Ich habe normalerweise ja diese grüne, die ich großartig finde für meine freiliegenden Zahnhälse. Zahnpasta für hochwirksamen Kariesschutz. Ja, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist die orangene. Also es ist nicht die Elmex Gelee. Nee, das ist halt eine andere. Aber die ist halt auch sehr, sehr gut, sehr angenehm. Dann habe ich leer gemacht. Das ist aber mehr im Unterstübchen als im Gesicht gelandet. Die beruhigende Cream Rich Sensitive Care Derma Balance Reihe von Dalton. Ja, beste Aftershave Creme. Die gibt es als Cream Rich und als Cream Medium. Als Cream Medium habe ich die auch in meiner Dalton Bag drin. Und es haben mir auch schon viele geschrieben, ist das nicht zu schade, die dafür zu verwenden? Naja, wenn ihr euch umschaut, wirklich hochwertige Intimpflegecremes kosten mehr als die. Das ist halt einfach so. Und da sparst du ja sogar was. Und du hast hier 50 Milliliter drin, das ist echt ganz schön viel. Und da kommst du auch echt eine Weile mit hin. Ich kann die einfach empfehlen, weil das hilft einfach, dass eure Härchen unten nicht einwachsen, dass ihr keinen Rasurbrand bekommt und so weiter. Ne? Ist halt jetzt super in der Bikini-Saison geeignet, so kann man das sagen. Dann habe ich hier noch eine Handcreme aufgebraucht, die ich von der lieben Emmy bekommen habe. Das ist von Yves Rocher mit Argan und Rose. Fand ich großartig, hatte ich am Bett stehen. War sehr intensiv vom Duft her, aber ich mochte das ganz gerne. Das hat mich immer so ein bisschen eingemurmelt, so ein bisschen was Blumiges, ein bisschen was Warmes. So hat sich das halt angefühlt. Ne? Ich konnte dann halt einfach ganz gut schlafen. Von Bilou habe ich leer gemacht. Das hatte ich mal in der Box mit drin. Ich glaube in der Pink Box. Es ist so ein Lippenöl, das mochte ich sehr gerne leiden. Habe ich hier auf dem Schminktisch stehen gehabt. Und das hat halt so einen Roller hier oben dran, deswegen ist es auch ein bisschen spackig, weil natürlich ein bisschen Foundation und Co. dran gekommen ist. Und das habe ich immer drauf gemacht, nachdem ich meine cremigen Texturen aufgetragen und mein Setting Spray aufgetragen habe. Dann kam halt immer so ein bisschen Lippenpflege und das hat gut getan. Wirklich. Leichter, angenehmer Kirscheduft, mochte ich. Dann habe ich hier von Samian die Intense Moisturizing Face Mask aufgebraucht. Ja, die hatten wir in der Sarah Harrison X About Food Box drin. Hast ein witzig blaues Gesicht gehabt immer, ne? Das ist eine Crememaske. Der Duft war auch angenehm, ne? Ist halt recht stark parfümiert, glaube ich. Würde ich sagen, dass es parfümiert ist. Also es riecht auf jeden Fall parfümiert. Ich würde nicht sagen, dass die Inhaltsstoffe so riechen, weil das riecht sehr frisch. Bisschen wie frisch gewaschene Wäsche mit einem Hauch kräuterig mit dabei. Ich fand die okay, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, man muss sich unbedingt nachkaufen. Hat auf jeden Fall die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Ich habe die, wenn ich mich richtig erinnere, immer montags verwendet. Ist aber kein Montagsprodukt, das, ne, hat trotzdem was Gutes gemacht. Ein richtig gutes Produkt ist von Benefit, der 24 Hours Brow Setter, der ist jetzt leer gegangen.
witzigerweise, nachdem ich den jetzt aufgebraucht habe, haben immer mehr Firmen coole Produkte rausgebracht. Zum Beispiel Dominique Cosmetics hat das Augenbrauen-Gel rausgebracht, was ich gerade drauf habe. Kriegt ihr bei Purish. Da könnt ihr mit Claudies Welt aktuell 20% sparen. Schaut da auch super gerne mal vorbei. Ihr könnt bei so vielen Sachen vorbeischauen. Das ist ja echt immer so eine kleine Empfehlungstour hier, ne? Auf jeden Fall habe ich den ja sonst immer in den Himmel gelobt und geliebt und gesagt, das ist der Beste, Beste, Beste. Dann habe ich eine Alternative gefunden von Revolution, dem Brow Glue. Den bekommt ihr bei Look Fantastic. Fand ich super gut. Und dann hat, wie gesagt, jetzt Dominique Cosmetics jetzt das rausgebracht, was so geil ist. Dieses Laminating-Gedönsen finde ich noch besser als den 24 Hours Brow Setter, weil das halt nicht so super schnell antrocknet. Und irgendwie, das trocknet halt matt. Ich hatte das sonst bei dem 24 Hours Brow Setter nämlich, dass ich dann auch leicht manchmal diese Reflexe gesehen habe. Gerade wenn ich jetzt auch gefilmt habe oder so, ne? Das habe ich jetzt gerade bei dem Dominique nicht. Mal gucken, ob es dem den Rang abgelaufen hat. Auf jeden Fall ist das jetzt aufgebraucht. Frau redet nicht so viel. Dann hat Julius, der ist gerade bei seinem dritten Zähnchen zugange, Leute. Deswegen steht hier oben auch mit mir schon das Babyfon. Ja, aber er hat heute ganz gut durchgehalten. Gestern Nacht haben wir nicht wirklich geschlafen, er und ich. Ne? Multimam Baby Dent Zahnung schützendes Gel zur Linderung von Zahnbeschwerden. Großartig. Das hilft wirklich. Das kann ich euch empfehlen, entweder halt pur dann aufzutragen beim Baby, ne, auf die, auf, wie heißt das? Aufs Zahnfleisch, genau. Aber halt auch, es gibt ja so extra Beißviecher oder so, wo man das drauf machen kann, so Mini-Zahnbürsten oder so. Das ist tatsächlich die allerbeste Alternative. Ja, weil er das dann halt auch so langsam runterknäbbeln kann, gleichzeitig diesen Massageeffekt bekommt und so. Das ist auf jeden Fall, halte ich nochmal in die Kamera, auch sehr empfehlenswert, weil das auch einfach Schmerzlinderung gegeben hat, wenn ich das so reflektieren kann. Dann habe ich hier einen Conditioner aufgebraucht von Color Wow. Color Wow kriegt ihr auch bei Purish. Purish, Mensch. Color Security Conditioner ist eigentlich für gefärbtes Haar. Ich mag den aber auch für nicht gefärbtes Haar. Hat meine Haare super schön gepflegt, war sehr angenehm. Ich verwende Conditioner immer als letzten Schritt. Also dienstags und freitags benutze ich ja nämlich noch eine Haarmaske dazu. Und jeden Tag, wenn ich mir die Haare wasche, verwende ich Shampoo und Conditioner. Und wenn die Maske mit dazu kommt, verwende ich Shampoo, Maske, Conditioner. Habe ich bei einem Hairfluencer gelernt und seitdem sind meine Haare irgendwie echt besser geworden. Ja, genau. Schöne Sache. Dann habe ich noch eins, zwei, dreimal diese Hyalur B5 Ampulle aufgebraucht. Wie gesagt, mag ich gerne leiden, tut meiner Haut ganz gut. Und dann habe ich auch noch einmal die Dalton Q10 Ampulle aufgebraucht. Das ist halt eine sehr schöne Reihe, die ich einfach gerne mag. Meine Haut mag super gerne die Q10 Reihe von Dalton, aber auch die Hyaluronic Urea 1A für meine Gesichtshaut geeignet. Ne? Ja. Und Dalton hat meiner Meinung nach einfach die besten Ampullen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe so viele auch schon ausprobiert von allen möglichen Firmen, von verschiedenen Preissegmenten. Und ich muss immer wieder zu Dalton zurückkehren, weil ich die einfach am allerallerbesten, am aller empfehlenswertesten finde. Du bekommst dort zum Beispiel auch diese Ampullensprüher. Die kannst du auch mit anderen Ampullen natürlich kombinieren. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Mensch, das ist mir zu viel, ne, in einer Ampulle für mein Gesicht oder ich möchte halt nur mein Gesicht und nicht Hals und Dekolleté mitmachen, dann holst du dir den Ampullensprüher, machst da einfach unten plopp deine Ampulle rein und hast dann zwei, dreimal, ne, diese Ampulle und kannst sie vielleicht auch mal als Ersatz für ein Serum nehmen. Kann ich euch nur empfehlen, vielleicht als Einstieg auch eine Empfehlung, diese Algae Anti-Aging Marine Selection, richtig geile Ampullen sind da drin. Danach ist eure Haut echt anders. Ich kann es nicht, also es ist, wie es ist. Diese Pflegedusche von Sebamed fand ich richtig geil. Mit Brombeere und Minze hätte ich nie mit gerechnet, dass ich so darauf abfahre. Ganz toller, angenehmer Duft. Super für die Haut, hat schön gereinigt. Aber dieser Duft hat mir auch richtig gut gefallen. Sehr empfehlenswert. Wirklich gut. Und ja, Sebamed ist auch sowieso so eine Marke, die bei uns in der Familie auch sehr beliebt ist. Also sehr viele meiner Mütter, Schwiegermütter, Stiefschwiegermütter, Großmütter haben sensible Haut. Und da wird einfach gerne auch zu Sebamed gegangen. Genau. Dann habe ich noch eine Gesichtsmaske aufgebraucht von Peter Thomas Roth. Ist das die Cucumber Gel Mask? Ja. Ich habe mir drauf geschrieben, dass es ein kühlendes Stinky ist. Genau, ja. Das ist diese hier und
Jetzt blinkt auch noch der Akku. Das macht er immer, wenn ich nur noch irgendwie 5 Produkte hier habe. Das ist doch unglaublich. So, dann habe ich hier nämlich noch ein paar Masken. Da habe ich von Yepoda nochmal The Timeless Moment. Ich kann euch wirklich empfehlen, euch die Masken auch mal von Yepoda anzuschauen, dass wenn ihr dort halt sowieso bestellt, dass ihr dann euch auch Masken mitbestellt, weil die sind sehr empfehlenswert, sehr, sehr angenehm. Da ist halt einfach, du merkst, dass es K-Beauty ist, ne? Also es ist ja eine Firma, die aus Deutschland kommt, die sitzen in Berlin, müsste das sein. Aber ja, ist halt K-Beauty, koreanische Skincare. Und, Entschuldigung, ich habe mich gerade ein bisschen verschluckt. Und die Koreaner haben es halt einfach drauf. Also wenn man sich halt auch diese ganzen koreanischen Influencer anguckt, diese Haut sieht aus wie gefotoshoppt, aber die haben tatsächlich so eine Haut, ne? Und das holt Yepoda hier zu uns nach Deutschland und so kommen wir auch in den Genuss, halt K-Beauty, die auf uns so abgestimmt ist, auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist, zu benutzen. Das ist halt wirklich, du hast hier draufstehen, welcher Schritt das ist. Das ist jetzt Step 4, weil du halt vorher Serum und, ach Quatsch, Make-up-Entfernung in 2 Schritten und was denn noch? Was ist denn dann? Ein Toner, klar. Ein Toner verwendest du vorher. Das ist The Mist Have zum Beispiel, genau. Und dann kommt als 4. Schritt dann natürlich die Maske als Serumersatz quasi. Und darüber gibst du dir dann ja die Creme, genau. Ja, Yepoda ist toll, wirklich. Also schaut da gerne mal vorbei. Dann habe ich hier 7-7 Vitamin C Brightening Capsule Sheet Mask, auch wirklich toll. 7 Minuten muss die nur draufbleiben. Alles 1A habe ich mir draufgeschrieben, also sowohl das Serum, was da drin ist, als auch das Vlies von der Passform her und von der Dicke her, mochte ich super gerne leiden, kann ich euch einfach nur empfehlen. Noch eine Hyalobe 5 Ampulle habe ich aufgebraucht hier. Mensch, was ist hier los? Dann eine Hydrogel-Lippenmaske von Cardia Vera habe ich aufgebraucht. Ist okay, ne? Also wenn ich hier so einen Filmtag habe, einen Drehtag, wo ich den ganzen Tag nur laber oder halt dann auch irgendwie so Lippenkram drauf mache, abmache, hin und her mache, zwischendrin was esse und so weiter, ist das einfach eine Wohltat für mich. Ansonsten sage ich, im normalen Leben, im normalen Alltag brauche ich jetzt nicht unbedingt Lippenmasken, da mache ich mir Lippenpflege drauf. Aber mir persönlich helfen die einfach. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn jemand halt auch so im Job, ne, sich irgendwie auch immer wieder die Lippen nachträgt und so weiter oder halt auch einen Liquid Lipstick trägt, dass es einfach gut tut, wenn man danach abends sich eine Lippenmaske drauf macht. Also so als beruhigend und nicht als vorbeugend. So würde ich das halt wirklich sehen. Die liebe Corinne ist hier nochmal enthalten und zwar Isana Tuchmaske belebend und glättend mit Niacinamiden, Avocadoöl und Kokoswasser. Minnie Maus ist am Start. Vlies etwas dick, aber tolle Pflege, sehr viel Serum, vielen Dank. Und dann habe ich noch zu guter Letzt, last but not least, hier von Dalton nochmal ein Enzym-Peeling-Stick und ja, sehr empfehlenswert. Holla die Waldfee, es ist wieder einiges leer geworden, aber ihr seht ja auch, dass es Produkte sind, die teilweise dann ja auch schon seit einiger Zeit in Anwendung sind und dann einfach leer gehen. Ne? Das ist, oh, eins habe ich vergessen, das habe ich eben leer gemacht, genau, das muss ich eben hier auch rauswischen. Die Mascara, die ist jetzt nämlich auch leer, von L'Oreal ist es die Air Volume 30 Stunden Mega Black, genau. Die ist jetzt aufgebraucht, die hat eben nämlich so ziemlich den Geist aufgegeben, als ich die aufgetragen habe. Ich, warte, ich muss überlegen. Weil ich habe hier meine Project Pan Sachen. Zeige ich euch die jetzt oder zeige ich die separat? Ich weiß nicht, ob ich... Also das habe ich euch auf jeden Fall noch nicht gezeigt. Das ist mein Two Reasons von Nabla. Bekommt ihr bei Purish, wo ihr auch mit Claudies Welt 20 drauf sparen könnt. Da habe ich jetzt halt einfach den Blush leer gemacht. Also wenn ihr euch für Project Pan interessiert, schaut bei Claudies Bunte Welt vorbei. Das ist mein Zweitkanal. Da bin ich nämlich mit den Panning Sisters unterwegs. Also mit Katrin, mit Melli und so. Und da war hier nämlich mein Ding drin. Das war die Nummer 3. Das muss ich nämlich jetzt demnächst auch noch abdrehen. Und ich glaube, den habe ich euch aber schon gezeigt, oder? Das ist von Bell Hypoallergenic der Precise Brow Pencil. Den mochte ich auch ganz gerne, ist nur super schnell leer gegangen. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Und das Two Reasons Blush, das Creme Blush, fand ich mega gut. Ja, ansonsten, wenn ich mich hier so umschaue, nee, sonst habe ich hier nichts leer gemacht. Nee, das ist nichts mehr. Aber gut, ja, das wären jetzt meine aufgebrauchten Produkte. Und ja, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat und dass ihr vielleicht ein bisschen Inspiration bekommen habt zu den Produkten selber und weiß ich nicht, einfach so ein bisschen euch ablenken konntet vom Alltag. Auch das ist immer eine ganz wichtige Sache, weswegen ich persönlich immer super gerne auch aufgebraucht Videos schaue, wobei ich da auch gestehen muss, dass ich nebenher immer eine Einkaufsliste stehen habe. Da wird immer danach ein bisschen was geshoppt. Falls ihr inspiriert worden sein solltet, in der Infobox ist einiges verlinkt. Schaut super gerne mal vorbei. Ansonsten wäre es das gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.